Ja, ich habe mal wieder so 10 typische Fahrgastfragen für euch, die ich mal so ein bisschen spielerisch für euch darstelle und vielleicht erkennt oder erkennt der eine oder andere sich natürlich darin auch wieder. Ja, auch eine typische Fahrgastfrage. Ey, und wenn sag mal, wann fährt denn dieser Bus? Nach mir. Ach so, jo. In 10 Minuten. Jo, dann weiß ich Bescheid. Stopp! Ja, auch einer der beliebtesten Fragen, wann kommt denn der nächste Bus? Ich meine, ihr steigt in diesen Bus ein und fragt jetzt den Fahrer, wann kommt der nächste Bus? Manchmal stelle ich mir auch die Frage, warum fahren Sie denn jetzt nicht gerade mit mir mit, wenn ich ja da eh lang muss? Und, na gut, irgendwelche Gründe wird das ja immer haben. Oder vielleicht möchte derjenige wissen, wann vielleicht der andere Bus kommt mit der anderen Linie, vielleicht weil er verspätet hat. Das kann ja mehrere Gründe haben, dass ein Fahrgast fragt, wissen Sie, wann denn der nächste Bus kommt? Ja? Leute, im modernen digitalen Zeitalter hat man ja auch mittlerweile ein Smartphone. So fast jeder hat ja eigentlich ein Smartphone. Da kann man ja auch dank der Apps zum Beispiel nachschauen. Oder man guckt auch mal auf den Fahrplan, der ja meistens aushängt. Dort steht ja auch alles angeschrieben. Ist nicht so, dass wir darauf keine Antwort geben. Natürlich geben wir Antworten darauf. Ja? So wie in dem Fall kann man sagen, ja, der kommt in 10 Minuten. Ja? Dann passt das ja auch. So ein bisschen müssen wir ja auch was tun. Ne? Wir wollen ja nicht immer nur meckern. Also, weiter geht's mit dem nächsten Part. Nummer 9. Entschuldigung, können Sie mir einfach mal sagen, wo vielleicht ich den nächsten Fahrkartenautomat finde? Ja, der nächste Automat zum Kaufen eines Fahrscheins ist bei mir. Ach so, bei Ihnen geht's auch. Bei mir können Sie auch ein Ticket kaufen, das funktioniert. Wunderbar, tadellos, kann ich Ihnen jetzt sofort eins ausdrucken. Oh, das ist sehr praktisch, aber trotzdem würde ich gerne wissen, wo der nächste Fahrkartenautomat ist. Stopp! Ja! Wo ist der nächste Automat zum Fahrkartenkaufen? Ich meine, wir haben ja manche Unternehmen, ja, da ist noch nicht alles komplett digitalisiert, da müssen wir noch mit Kasse fahren, ja, so wie bei uns zum Beispiel. Und dann kommt die Frage, wo kann ich mir eine Fahrkarte kaufen? Ja, bei mir. Ist ja auch logisch, ne? Wenn man hier was sieht, dann kann man ja. Diese Frage ist aber allerdings tatsächlich auch berechtigt, weil es gibt auch Unternehmen zum Beispiel, wo das abgeschafft wurde, wo die Fahrer keine Kasse mehr haben, dann haben sie meistens Automaten hinten im Bus drin oder draußen an den Bussteigen hängt ein Automat oder auch im Vorverkaufsstellen kann man sich dementsprechend auch das Ticket kaufen. Ja, so unbegründet ist tatsächlich diese Frage auch nicht, ja, aber in den meisten Fällen kann man direkt hier bei dem Busfahrer am Automaten sein Ticket kaufen. Weiter geht's mit Nummer 8. Ja, oh Digga, sag mal, was kostet denn so eine Einzelfahrt? Ja, das kommt drauf an, wo Sie da hin möchten. Ne? Also unser günstigstes Ticket liegt bei 2,50 Euro. Unser teuerstes, ja, ist ein bisschen teuer. Ah. Ja, dann, Herr Ding, mach klar, nehme ich. Aber in Zeiten vom Deutschland-Ticket ist diese Frage irgendwie ein bisschen seltsam. Stopp! Ja, diese Frage, die würde theoretisch abnehmen, wenn jeder praktisch den ÖPNV nutzt und das Deutschland-Ticket hätte, dann würde diese Frage sich eigentlich erübrigen. Ja, weil, aber es gibt immer noch so Nicht-Off-Fahrer, ja, also Leute, die einfach nur Gelegenheitsfahrer sind, ja, die kommen dann an und fragen dann auch schon mal so, Entschuldigung, was kostet eine Einzelfahrt da und dahin? Dann kann man natürlich, gehört ja auch zu unseren Aufgaben dementsprechend, darauf antworten und dem Fahrgast das Ticket, was er benötigt, dementsprechend zu verkaufen. Ja, aber in Zeiten des Deutschland-Tickets wird das so ein bisschen abnehmen. Früher war es halt viel, viel mehr und gehört letztendlich auch zu unserem Job. So, weiter geht's mit Nummer 7. Entschuldigung, kann ich mit diesem Fahrschein eigentlich auch umsteigen? Ja, das geht. Ich meine, ist ja nicht selbstverständlich. Was? Ja, klar. Warum sollte das nicht gehen? Ah, cool, 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 cool. Ja, dann hier, mit dem Fahrschein, dann steige ich jetzt um. Ah, obwohl, es gibt doch bestimmt noch andere Möglichkeiten. Stopp! Kann ich mit diesem Fahrschein eigentlich auch in einen anderen Bus umsteigen oder in eine Stadtbahn umsteigen? In den meisten Fällen funktioniert das tatsächlich. Allerdings gibt es dort auch zum Beispiel, ja, also hier in Hameln, VSN und die Öffis, ja, so bis zu einer gewissen Grenze kann man mit diesem Ticket auch praktisch in Hameln dann fahren, wenn man in einem VSN-Bus sitzt, ja.
aber dann wird es ein bisschen schwierig, weil wenn das dann praktisch, wenn ihr dann den Landkreis Hameln-Bad Pyrmont verlasst, dann braucht ihr definitiv vielleicht ein anderes Ticket noch. Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich geregelt. Aber prinzipiell in den meisten Städten, also wenn das jetzt vom rheinstädtischen Betrieb hier DSW 21, Östra, Kürbus und so, da wird das, da könnt ihr innerhalb dieses Verbundtarifes praktisch x-beliebig in den Bus dann praktisch umsteigen. Da braucht ihr nicht extra ein neues Ticket kaufen. So, weiter geht es mit der Nummer 6. Also mal Busfahrer, muss ich eigentlich immer meinen Fahrschein vorzeigen, wenn ich einsteige in diesen Bus hier oder so? Muss ich das immer tun? Immer? Immer? Ja, wäre schon cool. Muss ich wirklich das immer machen, meinen Fahrschein vorzeigen? Was ist, wenn ich keinen hab? Dann kann ich auch nichts zeigen, ne? Stopp! Muss ich jedes Mal beim Einsteigen meinen Fahrschein vorzeigen? Ja und nein. Was? Wieso das denn jetzt schon wieder? Ja und nein. Also, wenn jetzt zum Beispiel offensichtlich ist, dass ihr Umsteiger aus einem anderen Linien seid, zum Beispiel bei uns in Hameln, endet auch mein Bus zum Beispiel am Bahnhof, ja, und dann übernimmt ein anderer Kollege, weil ich dann zum Beispiel gerade in die Pause fahre, übernimmt dann in anderer Linie die gleiche Linie, nur mit einem Break, und dann kommen die ganzen Umsteiger aus der 2, sag ich mal, und steigen dann in der anderen 2 ein. Manchmal braucht man da gar nicht nochmal den Fahrschein zeigen, weil man sieht ja, das sind alles Umsteiger, die kommen schon rein. Aber es ist immer ratsam, den Fahrschein zu zeigen. Wir können allerdings auch nur eine sogenannte Sichtprüfung durchführen. Das heißt, wir gucken, okay, hat der denn den Fahrschein oder hat er keinen Fahrschein? Wenn uns da etwas besonders auffällt, dann winken wir auch schon mal Leute zurück und sagen so, hier, komm mal her, da muss ich mal genauer hinschauen. Und wenn er sich dann versucht rauszuwinden, dann müssen wir ihm leider ein Ticket verkaufen. Ja? Also ja und nein, man muss nicht immer zwingend seinen Fahrschein zeigen, weil es nicht immer vielleicht notwendig ist, aber man sollte seinen Fahrschein zeigen, um einfach so ein bisschen auch Stress und Ärger mit uns Busfahrern oder Busfahrerinnen zu vermeiden. So, weiter geht es mit Platz Nummer 5. Entschuldigung, Busfahrer, ich bin hier Tourist, ne? Ich touriere hier so durch die Gegend und ich wollte mal wissen, ob Sie irgendwelche Sehenswürdigkeiten haben. Ja, oh Gott, meine Ortskenntnisse sind gerade nicht die besten. Ich weiß es nicht, oder vielleicht weiß ich es doch. Ja, haben Sie Sehenswürdigkeiten hier? Oder ist das so ein Örtchen, was langweilig ist? Ich könnte mal Google Maps fragen. Stopp! Welche Linie muss ich nehmen, um zum Beispiel eine Sehenswürdigkeit mir anzuschauen? Und oder die Straße X und Y? Ich hatte ja schon mal dazu ein Video gehabt, dass wir uns als Busfahrer und Busfahrerin nicht immer alle Nebenstraßen natürlich merken können. Wir sollten schon unsere ganzen Haltestellen kennen. Und bei uns ist es ja auch Gott sei Dank auch so geregelt, dass ja hier jede Haltestelle wunderbar aufgelistet ist. Da kann man nachgucken, ja, nee, fahre ich oder fahre ich nicht hin. Aber so die prägnanten Dinge, die sollte ein Busfahrer immer wissen. Rathaus, Arbeitsamt, Jobcenter, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. Das sollte eigentlich das A und O sein, jedes Busfahrers als Wissen sein, dass man das immer weiß, wo, mit welcher Linie, welche Situation zu erreichen ist. Ja, Krankenhaus zum Beispiel, ne? Dass man sagt, okay, ja, du, pass auf, du musst mit der Linie 50 fahren, fährt auf Busstreck A oder sowas. Ne? Das weiß man dann halt einfach und das muss man auch dem Fahrgast dementsprechend mitteilen. Auch bei Sehenswürdigkeiten, wenn sich so ein bisschen einer wirklich für seinen Beruf interessiert und den auch wirklich gewissenhaft und mit Freude ausübt, dann kennt er auch gewisse Orte und Sehenswürdigkeiten und dann kann auch mal ein Fahrgast reinkommen und sagen, so, Entschuldigung, können Sie mir hier irgendwas in der Ecke empfehlen? Und sagt er, ja klar, fahren Sie da Bürgergarten oder gehen Sie durch die Altstadt in Hameln oder sowas. Das kann man dann schon den Fahrgast auch dementsprechend mitteilen. Aber bei Nebenstraßen, da wird es dann immer tatsächlich kritisch, gerade für mich. Ja, ich meine, ich sage immer, ich bin hier wie so ein Gastarbeiter in Hameln, ja, weil ich selbst wohne in der Region Hannover, kenne auch nicht alle Nebenstraßen. Ja? Also das ist dann immer tatsächlich ein bisschen schwieriger. In diesem Sinne, weiter geht's mit Platz Nummer 4. Hör mal, mein Busfahrer, sag mal, kann ich hier aussteigen? Das passt mir gerade, weil Wunder. Nee, geht nicht. Was? Junge, zweispurige Straße und du willst hier aussteigen oder was? Ja, ich. Zweispurige Straße, ich passe schon auf da. Das triggert mich nicht. Ja, müssen Sie an der Haltestelle aussteigen, tut mir leid. Was? Komm, mach schon. Dann habe ich es nicht so weit, Mann. Dann muss ich aber noch mal 20 Meter zurücklaufen von der Haltestelle. Stopp. Darf ich denn eigentlich auch mal hier aussteigen? Also so, ja, der Bus steht so an der Ampel und dann sagt er so, ach ja, der Weg ist gerade hier kürzer, ich möchte jetzt gerne hier aussteigen. Und rechts ist noch eine Straße, fließender Verkehr. Und dann kommt ihr auf die dollsten Ideen und fragt den Busfahrer oder den Busfahrerin, darf ich hier aussteigen? Nein, natürlich geht das nicht. Ja, weil wir auch so ein Stück Sorg
Sorgfaltspflicht haben. Wenn wir an einer vielbefahrenen Straße stehen, dann können wir euch da nicht einfach rauslassen. Und gerade nicht erst recht, wenn ja, wir auf der linken Spur stehen, wenn wir vielleicht links abbiegen müssen und rechts ein fließender Verkehr ist. Das geht nicht. Alles schon tatsächlich erlebt. Passiert dann etwas, ja, dann haben wir ein Riesenproblem als Fahrer oder Fahrerin. Ja? Also daher nein. Aber es gibt eine Alternative. Was? Viele Verkehrsunternehmen bieten das nämlich tatsächlich an, so einen sogenannten nach 20 Uhr Ausstieg, ja, dass dann zwischen den Haltestellen auch mal ausgestiegen werden kann, solange es aber die Verkehrslage zulässt. Ja, was bedeutet denn das? Wenn der Busfahrer entscheidet, hier geht's nicht, dann geht's einfach nicht. Ja, dann, weil vielleicht zu viele Autos hinter einem sind oder irgendwas anderes, ein großes Hindernis oder der sichere Ausstieg nicht gewährleistet ist, dann braucht der Busfahrer euch da auch nach 20 Uhr nicht rauszulassen. Ja, dann sagt er, es geht nicht, ich kann nicht für die Sicherheit des Ausstiegs garantieren, also müssen Sie bitte warten. Aber dort, wo es möglich ist zum Beispiel, da kann dann der Busfahrer auch zwischen den Haltestellen den Busfahrer, also den Fahrgast oder die Fahrgästin oder die Fahrgäste rauslassen. Das funktioniert tatsächlich, aber nicht jedes Unternehmen macht das, sondern da müsst ihr mal in AGBs gucken oder euch mal auf der Webseite informieren, ob das bei euch möglich ist, dass der sogenannte 20 Uhr Ausstieg möglich ist. Ich weiß, dass es in Hannover tatsächlich geht, in anderen Städten gibt es auch. Und in vielen anderen Städten geht es wiederum nicht. Da einfach mal selbst so ein bisschen mal belesen auf eurer Webseite des zuständigen Verkehrsunternehmens. So, weiter geht's mit Platz Nummer 3. Hey Busfahrer, wann sind wir da? Busfahrer, wann sind wir da? Ja, dauert noch ein bisschen. Wir sind ja hier mitten auf dem Land. Das sind mal so 4 Kilometer bis zur nächsten Haltestelle. Wann sind wir da? 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 Boah! Was ist das für eine Frage? Ist ja fast wie zu Hause. War es bestimmt auch jemand, der bei Papa und Mama im Auto immer genervt hat. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Oder? Auskunft! Junge! Stopp! Ja, ihr kennt das bestimmt, ja? Also, ich meine so Familienväter, Familienmütter, also Mütter, Väter. Also, Familien kennen das, ja? Wenn sie ein eigenes Auto haben, sitzen die Kinder hinten, wenn man in den Urlaub fahren möchte. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Gerade losgefahren, ja, frisch so 2 Minuten unterwegs. Wann sind wir da? 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 Ich habe das mittlerweile tatsächlich gelernt, auch auszublenden, ja. Aber das gibt's auch tatsächlich im Linienbus. Man fährt gerade von der einen Haltestelle ab und dann kommt schon so eine nächste. Entschuldigung, wann sind wir denn an der nächsten Haltestelle? In Stadt ist das meistens immer so eine Minute, anderthalb Minuten, je nach Verkehrslage auch mal 2 oder 3 Minuten später. So, ja, da muss man ja nicht irgendwie groß fragen. Auf dem Land können die Haltestellenabstände tatsächlich etwas länger sein, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern, ja, je nachdem, wo man im Land lebt, ja. Da kann auch mal ein Haltestellenabstand so 5 Minuten dauern oder auch mal 10 Minuten oder auch vielleicht mal auch nur 2, 3 Minuten. Das kommt tatsächlich immer darauf an, in welchem ländlichen Gebiet man ist. Eine berechtigte Frage ist tatsächlich zu sagen, so, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wann ich denn ungefähr am Zielort wäre. Ja, dann kann der Fahrer sagen, so, ja, okay, das passt, ja, Verkehrslage, ich habe jetzt 5 Minuten Verspätung, ich komme mal drauf, so, dann und dann und dann sind wir ungefähr da. Aber es gibt auch diese penetranten Fahrgäste, die wirklich die ganze Zeit hinten wollen, Entschuldigung, wann sind wir an der nächsten Stelle? Entschuldigung, können Sie mal ein bisschen schneller fahren? Nein. Oder Klassiker auch, Entschuldigung, können Sie mal ein bisschen schneller fahren, ich muss meinen Zug kriegen. Ja, sorry Leute, aber da müsst ihr doch tatsächlich mal auch den Bus früher fahren oder sowas, wenn ihr doch unbedingt jetzt diesen Bus nehmen möchtet. Ich sage meinen Kindern auch immer zum Beispiel, wenn ihr einen Termin habt, fahrt immer einen Zug früher. Ja, immer einen Zug früher. Das hat sich ein bisschen gelöst. Warum hat sich das jetzt gelöst? Ist egal. Immer einen Zug früher ist besser als hinterher auf den letzten Drücker anzukommen. Aber das mache ich nochmal ein separates Video. Das habe ich mir tatsächlich auf der To-Do-Liste geschrieben. Das könnte also ganz lustig sein. So, weiter geht es mit Platz Nummer 2. Entschuldigung, Busfahrer. Wo ist denn bitte die Haltestelle für die Linie 30? Ja, da auf C fährt der Bus ab. Auf C. C wie Cäsar. C? C wie Cäsar. Finde ich wo? Ja. Okay, C. Danke. C. Stopp. Auch das gibt es tatsächlich, dass die Leute an dem Bussteig stehen, wo ganz viele Buchstaben oder Zahlen oben an diesem Unterdeck
wie sagt man, an der Decke hängen. Ja, so, ein dicker Würfel, wie bei uns in Hameln, so, C. A, B, C, D. Ja, so. Und dann kommt er an und man steht jetzt ein bisschen, vielleicht weil vorne noch ein Bus ist, so ein bisschen weiter abseits und man steht so mittig zwischen A und D und C, nee. Man kommt dann so als Bus an und man steht dann so irgendwo mittig zwischen A und D, ja, zum Beispiel. Und dann kommt dann immer die Frage, Entschuldigung, fahren die denn da und dahin? Diese Zahlen oder diese Buchstaben oben an den Decken, die signalisieren euch ja schon allein, meistens auf so einer Fahrgastinformationsanzeige, welche Richtung dieser Bus fährt, zum Beispiel, ich sag mal, Linie 30 nach Griesem fährt grundsätzlich auf C ab. Ja, dann steht das da, 30 Griesem über Erzen zum Beispiel, Bussteig C. Und dann kommen die dann auf A und fragen dann, ob ich die Linie 30 bin und ob ich dann nach Griesem jetzt fahre. Ich so, nein, das ist auf C. Also ein bisschen manchmal so selbst irgendwie was tun, das lässt irgendwie immer manchmal auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Natürlich geben wir Auskunft und sagen dem Fahrgast zur Regel, so, nein, ich bin der falsche Bus, Sie müssen dann schon wieder auf C gehen. Aber es gibt so Momente, wo das auch manchmal echt nervt, wo die Leute dann wirklich penetrant dann sehen, so, ja, aber Sie stehen doch jetzt gerade hier. Ja, das ist richtig, aber ich bin eine ganz andere Linie. Aber Sie stehen doch gerade hier, Sie fahren doch die gleiche Richtung quasi. Naja, nicht ganz, vielleicht ein Teilstück, ja, weil manchmal fährt man dann einen anderen Bus hinterher und dann irgendwann teilt sich das auf. So. Lustig sind dann auch immer die, die dann einsteigen, ohne zu fragen. Ja? Deswegen kommen wir wieder zum Thema zurück zu fragen. Manchmal macht es auch Sinn, etwas so nachzufragen. Steigen ein, dann fahren wir los und dann biegen wir dann auf einmal links ab. Der Fahrgast ist immer gewohnt, rechts abgebogen zu werden. Ja, weil er immer sonst so fährt und dann machen wir so von hinten. Entschuldigung, Sie sind falsch gefahren. Nein, ich bin nicht falsch gefahren, sondern ich bin die Linie so und so. Oh, dann bin ich im falschen Bus. Manchmal hilft es auch tatsächlich einfach nochmal zu fragen, von welchem Bus steigt der Bus natürlich abfährt und dementsprechend geben wir auch darüber Auskunft. Aber es gibt wirklich Menschen, die sind penetrant und wollen uns einreden, dass wir falsch stehen, obwohl wir genau wissen, dass wir richtig stehen. So, weiter geht es mit Platz Nummer 1. Hallo Herr Busfahrer, fahren Sie Bahnhof? Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben, in meiner Busfahrerkarriere mittlerweile tatsächlich gehört habe. Unterm Bahnhof? Ich meine, es steht oben dran. Überm Bahnhof? Ich habe keine Ahnung. Mitten durch den Bahnhof? Fahren Sie Bahnhof? Verstehen Sie Bahnhof? Ja, da können Sie jetzt nichts für, aber es nervt. Es nervt. Stopp! Ja, auf Platz Nummer 1. Was ist auch anderes zu erwarten als immer diese Frage? Entschuldigen Sie, fahren Sie Bahnhof? Gehen Sie Bahnhof? Sind Sie Bahnhof? Über Bahnhof? Unter Bahnhof? Mit Bahnhof? Alles schon gehört? Ja, wenn ihr da euch noch was anderes einfällt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Aber das ist tatsächlich die Fahrgastfrage Nummer 1 in komplett deutschsprachigen Raum. Ja, jetzt egal ob Österreich, Luxemburg, Schweiz, Teile von Belgien, Deutschland. Ja, ich würde sogar fast behaupten, weltweit, ja, die Frage Nummer 1, fahren Sie Bahnhof? Ja, es kann noch so dick oben dran stehen. Oben dran, links dran. Man könnte sich sogar ein Schild wirklich an den Seiten klemmen. Ja, ich fahre über Bahnhof. Die Leute fragen es immer noch. Es ist ein Phänomen, ja. Es ist aber auch manchmal berechtigt, ja, gerade wenn man in einer fremden Stadt ist und man jetzt nicht sich sicher ist, ob dieser Bus jetzt wirklich zum Bahnhof fährt, weil da vielleicht oben ganz anderes Ziel dran steht, ja, dann lohnt sich manchmal doch ein kleiner Blick auf den Seitenzielanzeiger, weil da steht es nämlich meistens drauf, zum Beispiel Richtung Bahnhof oder über Bahnhof oder sowas, ja. Kann ich nur so als kleinen Tipp mitgeben. Aber natürlich könnt ihr uns auch weiterhin fragen. Und wir sagen euch dann tatsächlich, auch wenn es uns wirklich manchmal wirklich nervt, sagen euch, ja, wir fahren zum Bahnhof. Weil es ist einfacher, einfach zu sagen, ja, ich fahre Bahnhof, als zu sagen, kann ich nicht lesen. Und dann fangen unnötige Diskussionen an. Vermeidet das einfach, ja, weil dann macht es keinen Sinn. So als kleiner Tipp für neue Kollegen, wenn ihr anfangt zu diskutieren mit den Leuten, so, oh ja, das ist die Frage, die ich 1000 Mal höre, dauert alles länger und nimmt wieder mehr Zeit in Anspruch, als wenn ihr einfach sagt, ja, ich fahre zum Bahnhof. Ja, so, und dann ist die Sache gegessen, der Fahrgast ist glücklich, wir sind glücklich, kommen relativ schnell weg und alles ist gut. Aber tatsächlich, auf Platz Nummer 1 ist immer wieder schön anzusehen, die Frage, Entschuldigung, fahren Sie zum Bahnhof? Ja, ist einfach so, tatsächlich. Ja, ich glaube,
ist eigentlich die meiste Fahrgastfrage weltweit, würde ich sagen. Wirklich behaupten. Ja. So, in diesem Sinne, genug philosophiert über Fahrgastfragen, die Top 10, und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr wisst natürlich wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert und argumentiert. Und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Herr Busfahrer. So, und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch die Frage, ob ich zum Bahnhof fahre, noch in mein Leben beantworten müsste. Eigentlich müsste ich das jedes Mal eine Strichliste machen. Dann irgendwann mal zusammenzählen. Ich glaube, das kommt so. Tausende von Male. Vielleicht, keine Ahnung, Hunderttausende. Ach, was weiß ich. Was weiß ich. Ist einfach ja so. Ist halt so. So. Ihr könnt auch gerne bei mir noch mal im Fanshop vorbeischauen. Ne? Also teambusfahrer.de. Da könnt ihr dann auch so, wie ist das, T-Shirt ist halt so oder sowas kaufen. Oder ich bin der Grund, warum der Bus nie pünktlich kommt oder solche Geschichten. Da könnt ihr auch mal ein bisschen rumstöbern. So, jetzt bin ich raus. Tschüss.